Hier ist Ronja und heute gibt es mal wieder ein Q&A. Ihr habt mir Fragen gestellt unter meinen YouTube-Kommentaren und auf Instagram und gefühlt überall. Wir nehmen nur die aus YouTube-Kommentaren. Also falls ihr in irgendwelchen Q&As in der Zukunft auch gerne im Video wärt, dann schreibt mir einen YouTube-Kommentar mit Hashtag FragRonja in die Kommentare und dann kann ich den rausfiltern und sehe die dann. Und ich würde sagen, lass uns anfangen. Frag Ronja, wie alt sind deine Katzen und schlafen sie auch bei dir im Bett? Meine Katzen sind jetzt 9 und 7 Monate alt und meistens nicht. Also Nala schläft ab und zu bei mir im Bett, aber auch nicht auf mir drauf, sondern wenn dann an der Seite, wo keine Decke ist. Und Toby fast nie, der mag das irgendwie nicht so gern. Die haben so einen Kratzbaum mit Körbchen und meistens schlafen die einfach in dem. Frage Ronja, könntest du mal Shellshock Alive oder Totally Accurate Battle Simulator zocken? Nein, habe ich nicht vor, in der Zukunft zu spielen. Also ich kenne weder das eine noch das andere Spiel. Deswegen, nee, sorry. Hashtag Wrack Ronja, hattest du, bevor du YouTube gemacht hast, einen Job, nicht nur einen? ich habe quasi mein Leben lang immer gearbeitet. Also während der Schulzeit habe ich gebabysittet und Nachhilfe gegeben. Dann, als ich das erste Mal ausgezogen bin, habe ich Twitch gemacht, aber das war nicht wirklich zum Geld verdienen, deswegen würde ich das nicht als Job werten und habe da auch noch gebabysittet. Zwischendurch habe ich in einem Restaurant gekellnert für ungefähr ein halbes Jahr und habe da halt irgendwie so an der Theke gearbeitet und halt gekellnert. Dann habe ich zwischendurch mal bei C&A gearbeitet und mittlerweile habe ich keinen wirklichen Job mehr. Jetzt mache ich einfach nur noch YouTube und bin halt Studentin. Vorher habe ich nicht studiert, vorher habe ich halt, das war in meiner Zeit zwischen Abi und Studiumbeginn, deswegen hatte ich da zum Beispiel mit dem Kellnern mehr Zeit. Jetzt habe ich halt relativ viel Zeit mit den, YouTube und Uni schon blockiert, deswegen kann ich nicht auch noch zusätzlich arbeiten im Moment. Ragonia, Digitaluhr oder normale Uhr oder doch eher Armbanduhr? Ich habe tatsächlich meistens eine Armbanduhr an, einfach weil, ich einfach nicht gerne auf mein Handy gucke, gerade habe ich keine an, aber gerade habe ich auch gebacken, weil ich nicht gerne auf mein Handy gucke, weil ich ständig vergesse, wie viel Uhr es ist, wenn ich auf mein Handy geguckt habe und dann irgendwas anderes mache und das super unproduktiv ist. Deswegen, ich mag eigentlich Armbanduhren am liebsten oder halt, ich weiß nicht, dass man in so jedem Zimmer so eine Wanduhr hängen hat und da dann weiß, wie spät es ist. Digitaluhren sind zwar praktisch, aber irgendwie vergesse ich da oft, was die Zeit war. Eine Frage, könntest du mal ein Video machen, wo du etwas backst oder kochst? Ich habe tatsächlich sogar was aufgenommen, aber das muss noch geschnitten und verarbeitet werden, weil das Aufnehmen immer nur so die halbe Miete ist. Da kümmert sich bestimmt mein Editor gerne drum. Aber ja. Es wird kommen. Von Anime Freak. Cooles Video, um ehrlich zu sein. Nur eine Frage hätte ich. Wie und warum kannst du bitte so gut Englisch? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich übermäßig gut Englisch kann. Also, ich kann schon fließend Englisch. Das ist nicht das Ding. Aber ich habe das Gefühl, die meisten in meinem Alter können das. Also, man lernt es ja in der Schule. Ich war ja 12 Jahre in der Schule. Und man hatte halt 12 von diesen 12 Jahren Englischunterricht. Also, denke ich mal. So, mit der Zeit bürgert sich das ab. Wohl, nee, stimmt gar nicht. Nicht 12 von 12. Ich glaube, ab der 3. Klasse fängt es an. Also 10 von 12. Und ich bin eine Zeit lang in Kanada gewesen, weil meine Tante da gewohnt hat und bin dort auf die Schule gegangen. Also, das kann sein, dass es auch irgendwo mit reinspielt. Glaube ich aber nicht, weil es nicht so extrem lange war. Frag Ronja, was ist deine Lieblingsfarbe und machst du einen eigenen Shop? Meine Lieblingsfarbe ist pink, habe ich auch schon gefühlt x-tausend Mal erzählt, aber ich sage es gerne nochmal. Meine Lieblingsfarbe ist pink und ich habe einen eigenen Shop, der ist der erste Link in der Beschreibung oder www.richtigronja.com. Frag Ronja, bist du sauer oder enttäuscht von Flo? Vor allem, dass er jetzt mit Easy Videos macht. Kannst du mich grüßen? Ich heiße Antonia. Hallo Antonia. Und ich nehme an, dass das die Frage ist, wegen der die meisten Leute von euch auf das Video hier geklickt haben, weil sich gefühlt jeder dafür interessiert. Also ich habe 1000 Abwandlungen von dieser Frage gekriegt. Tatsächlich hatten wir letzten Mittwoch ein Gespräch, in dem wir nochmal geredet haben und da haben wir einige Dinge klären können. Und das Hauptproblem war halt, dass es viele Kommunikationsprobleme zwischen uns gab und das hat dann zu Missverständnissen geführt. Und das Video, was ich halt zu dem ganzen Thema damals gemacht habe, war mehr oder weniger basierend auf diesen Missverständnissen und logischerweise allein aus meiner Perspektive, weil ich kann ja auch nur von mir selber reden. Und das war halt aus meiner Perspektive aus dieser damaligen Situation. Aber mittlerweile verstehe ich Flo's Seite besser und deswegen habe ich das Video auch ab heute auf offline gestellt, falls ihr euch fragt, wo ist das hin? Nee. Wie gesagt, deswegen, das ist jetzt offline. Flo und ich haben uns ausgesprochen und ich habe auch ihm bezüglich keine negativen Gefühle. Aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, uns mehr oder weniger zu distanzieren und weiterhin keine Videos mehr zusammen zu machen. Und wir haben beide Fehler gemacht und im Prinzip ist das hier nur, um klarzustellen, dass es von keiner Seite aus verhärtete Fronten gibt und ich ihm nichts Böses wünsche.
Frage Ronja, zwei Fragen, Ronja. Erste Frage, du redest ja manchmal mit Leuten auf dem Discord. Hast du mal wieder was geplant? Finde es mega cool, mal mit dir zu reden, weil ich dich echt toll finde. Oh, das ist echt cute. Zweite Frage, wie geht's dir so? Okay, das ist eine einfache Frage. Mir geht's gut. Ich habe gerade meine ganze Wohnung weihnachtlich dekoriert. Auch wenn ihr das im Hintergrund nicht seht, okay? Es ist immer noch alles ziemlich schwarz-weiß-grau bei mir. So ist es nicht. Aber ich habe jetzt Lichterketten ohne Ende. Also es bleibt schwarz-weiß-grau, aber ich habe so ein bisschen Deko. Wenn ihr möchtet, kann ich euch da auch mal eine Tour geben von dem Ganzen. Ich hatte eh vielleicht mal vorgehabt, eine geupdatete Roomtour zu machen, weil sich schon relativ viel verändert hat. Also falls ihr das gerne möchtet, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Falls ihr das noch nicht geguckt habt, könnt ihr das natürlich hier oben beim i wie gewohnt machen. Ich habe einen Discord jetzt seit einiger Zeit. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt, der Link ist dazu auch in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne drauf, wie der Kommentar schon sagt. Ich mache da ab und zu Talkrunden, dann könnt ihr mit mir reden. Und das mache ich aber meistens spontan. Also da habe ich jetzt gerade keinen festen Zeitpunkt geplant. Aber wenn ihr da seid, seid ihr da. Wenn nicht, dann habt ihr vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt Glück. Frag Ronja, ist deine männliche Katze kastriert? Wenn nein, was würdest du tun, wenn du mal Babykatzen bekommst? Ja, der ist kastriert. Den habe ich neulich kastrieren lassen. Das war so ein Akt. Da habe ich die Kleine zum Impfen gebracht und ihn zum Kastrieren. Und es war nicht mehr feierlich. Also das war wirklich, er hat so geschimpft. Ich habe dann halt so sie im Körbchen, er im Korb. Und dann habe ich sie halt durch die Gegend geschleppt. Und er war so unzufrieden damit. Aber er hat sich so gefreut. Du musst den ja, wenn du ihn kastrierst. Du musst ihn ja, wenn du eine Katze kastrieren, beziehungsweise einen Kater kastrieren lässt, ihn hinbringen und dann halt abends wieder abholen, weil der eine Zeit lang auch halt betäubt ist und dann erstmal wieder aufwachen muss. Und der war so zufrieden, als wir dann, ich bin mit meinem Mitbewohner hin und wir haben die halt beide abgeholt. Und der war so glücklich und so voll verschmust und war so, ja, juhu, ihr seid wieder da, ich werde nicht ausgesetzt. Was für eine Freude. Und halt auch mit der Tierärztin die ganze Zeit gekuschelt, also der war nicht unzufrieden. Ich habe zum Beispiel von meinem Vater gehört, der hat auch einen Kater, den er kastrieren lassen hat. Und der war wohl richtig schmollig. Also voll lange war der wohl richtig, richtig angestrengt und war so, alles ist doof, mi. Und ich bin jetzt beleidigt, aber meiner gar nicht. Meiner ist ein kleiner Engel gewesen. Deswegen Glück gehabt. Was würde ich tun, wenn ich mehr Babykatzen bekommen würde? Das Ding wäre, in dieser Wohnung wäre es richtig, richtig unpraktisch, weil die Wohnung halt, wie gesagt, nicht allzu groß ist. Ich habe halt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Flur so ungefähr und das war's. Und wenn ich da jetzt noch Babykatzen hätte, dann wäre es, glaube ich, nicht so einfach. Frag Ronja, meine Mama hat sich meinen Namen tätowieren lassen. Würdest du es auch machen, wenn du ein Kind hättest? Eine der wenigen Arten von Tattoos, die mehr oder weniger Sinn machen. Also es gibt ja oft Leute, die sich irgendwie den Namen von ihrem Freund oder ihrer Freundin tätowieren lassen. Und das finde ich absoluten Quatsch. Selbst Frau oder Ehemann oder keine Ahnung was. Du kannst dich ja immer noch trennen und dann hast du den blöden Namen da stehen. Aber ich glaube, bei einem Kind kannst du nicht allzu viel falsch machen, weil dein Kind bleibt halt immer dein Kind. Deswegen, wenn man sich einen Namen tätowieren lässt, finde ich das von einem Kind gar nicht verkehrt oder halt für seine Mutter oder irgend sowas, was halt Familie ist und was halt auch Familie bleibt. Aber ich würde es persönlich, glaube ich, trotzdem nicht machen. Also ich bin, glaube ich, auch einfach kein Tattoo-Typ. Erstens habe ich Angst, dass es wehtut und zweitens ist es halt für immer und ich brauche es jetzt nicht. Also ich habe eine Zeit lang überlegt gehabt, ob ich mich hier hinten im Nacken was tätowieren lasse, falls ich mir was tätowieren lasse. Und dann war ich auch nur so, ja, das ist irgendwie Quatsch, das siehst du ja nicht mal. Also lass es einfach. Und ja. Deswegen, nee, ich bin kein Tattoo-Freund generell für mich, weil meine Haut verträgt nicht mal normale Creme. Also, wenn ich Feuchtigkeitscreme habe und ich mache die auf meine Haut und meine Haut kriegt da Ausschlag von, dann weiß ich nicht, wie gut Tattoos für meine Haut funktionieren. Ich krieg da wahrscheinlich einfach irgendeinen allergischen Schock und sterbe. Also lieber nicht. Also, und das war's auch schon mit der letzten Frage für dieses Q&A. Wenn ihr mehr sowas wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr neu hier seid oder es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal unten in der Videobeschreibung kostenlos. Und falls ihr die kleine Glocke drückt, dann kriegt ihr Notifikationen jedes Mal, wenn ich ein neues Video poste. Das ist normalerweise jeden Tag 13 Uhr. Ich weiß, in letzter Zeit war es ein bisschen schwach. Aber ich würde mal behaupten, ich bin mittlerweile wieder gut dabei. Deswegen 13 Uhr jeden Tag. Fast jeden Tag. Aber ich arbeite dann jeden Tag. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.